Hallo, heute ein Video von mir und das spreche ich nicht selber, sondern wer anders. Also viel Spaß. Erstmal etwas Feuchtigkeitscreme für die Haut. Erstmal schön das auf die Haut drauf machen, schön verteilen, auf die Stirn, Wangen, Gesicht, schön einreiben. Ja genau, schönes Gefühl. Man merkt, wie die Feuchtigkeit in die Haut zieht. Oh, wunderbar. Ah, so, jetzt das Make-up für das Gesicht. Auch wieder schön positionieren. Das Handgelenk drauf. Ja, nicht zu viel. Sieht furchtbar aus, wenn es zu viel wird. Auch wieder ordentlich verteilen. Links, rechts. Die Stirn nicht vergessen. Mit dem Pinsel alles ordentlich verteilen im Gesicht, damit man nicht irgendwelche Kanten sieht. So, jetzt kommt ein Stift, den man unter die Augen nutzt. Alles schön sauber, ordentlich arbeiten. Mit dem Finger nur alles ein bisschen verschmieren, dass die Übergänge weich werden. Mit dem Pinsel noch mal ein bisschen nacharbeiten. So, weiter geht's im Programm. Abklopfen, auch wieder unter den Augen, etwas Puder verteilen. Auch die Wangen mitnehmen. So, jetzt etwas Helligkeit für das Augenlid. Links, rechts drauf. Auch wieder schön mit dem Finger verteilen. Jetzt, damit die Übergänge schön weich sind. So, die schöne Farbpalette. Fangen wir an. Etwas Helles, damit die Augen auch wieder ein bisschen größer werden. Auch wieder schön ordentlich arbeiten. Links, rechts, oben. So, nun etwas Farbe ins Spiel. Wieder schön mit einem feinen Pinsel. Ein Pinsel mit etwas mehr. Jetzt etwas dunkle Farbe für die Außenseite des Auges auf der linken und rechten Seite. Ja, immer schön sauber arbeiten. So, und wieder etwas jetzt mit dem schmalen Pinsel für die Unterseite des Auges, damit er wieder etwas spitz zur Mitte gehen kann. Nicht bis ganz in die Mitte. Nur so bis zur Mitte vom Auge. So, noch etwas zum Aufhellen, damit das die Übergänge auch wieder von innen nach außen schön weich sind. Ja, mit dem Auge auch nochmal etwas. So, auch nochmal mit dem Pinsel alles schön verfeinern. Nun, etwas ganz Schönes. Mal schauen, was ich damit anstelle. So, ja, unter den Augenbrauen auch nochmal etwas aufhellen. Weil die Augenbrauen müssen natürlich dazu auch noch schön gemacht werden. Man kann da nicht nur einfach nur die Augen hübsch machen. So, dann gehen wir mal in die Augenbrauen. Ich habe erstmal schön, dass die Augenbrauen ein bisschen kräftiger werden. Man kann schon deutlich sehen, wie der Augenbrauen schöner wird. Etwas dicker, Übergänge werden schön. Ach, auch wieder schön auf beiden Seiten arbeiten. Jawohl. So, und jetzt machen wir auch noch mal ein bisschen. Wie möchte ich sagen? Sieht super aus. Oh, und ist der Lidstrich. Ei. Ja, schön sauber, nicht zu dick. Sonst kann man nämlich nochmal von vorne anfangen. Schön mit Ruhe, aber die andere Seite auch. Ach, genau. So, und dann haben wir es fast. Aber was fehlt? Ja, auch noch mal etwas. Jetzt wähle ich die Konturen. Genau, die Konturen von oben angefangen. Dann über die Wangenaußenseite. Auch wieder schön Konturen machen. So, oh, Sonnenlicht. Ja, herrlich. So, die Konturen für die Nase. Schön das Näschen so, noch ein bisschen Aufhellung von vorne. Dass die Nase schön zur Geltung kommt. Dann auch nochmal ein bisschen die Wangen hellen. Schön. So, jetzt kommt natürlich auch nochmal ein bisschen Rosa ins Spiel. Rosa Rouge.
sehr schön links und wieder rechts auch wieder schön verteilen, dass es nicht gepunktet, sondern verteilt ist. Ja, Schraub, 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 was habe ich da? Oh, fast hingefallen. Glück gehabt. So, dann machen wir dann nochmal schön die Wimpern. Und dann etwas noch für die Lippen, genau. So, damit bin ich sehr zufrieden und habe alles wunderbar gemacht. Sehr gut, passt ins Bild. Ich freue mich, da alles gut hingekriegt. So, und wenn ihr möchtet, könnt ihr auf die anderen Felder machen und die Sonne ist ganz schön hell. Tschüss.